Damit herzlich willkommen zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga mit dem Philipp Drachenberg. Ja, gerade eben waren wir da drüben noch, aber ich habe mich kurz bewegt, weil ich gerade noch kurz das, unsere Videofolge vom letzten Mal umbenannt habe, weil ich da nämlich nur Senatsbezirk hingeschrieben habe. Aber wir sind natürlich beim Senatsbezirk auf Coruscant und Coruscant habe ich da jetzt noch klein, aber fein hinzugefügt. Genau, wir sind jetzt hier. Da drüben war der Taxistand von vorhin. Da oben waren wir ja schon mal in der Folge. Opa konnte da aber noch nichts ausrichten. Ja, also, wir starten jetzt mal auf jeden Fall damit, dass wir gucken, wo das nächste Kyberkristall oder die nächste Mission ist. Und da wird mir jetzt gerade hier spontan das da oben vorgeschlagen. Ja, aber ich habe jetzt erst einmal Durst. Deswegen werde ich auf jeden Fall kurz eine Cut machen nochmal. Obwohl ich keine Lust habe, nochmal eine Cut zu machen. Aber so ist halt. So. Rübser wolltet ihr wahrscheinlich eh nicht hören. Deswegen war schon mal schön und weg. Irgendwie pustet es da gerade. Ist das so Special Rätsel? Beeil dich jetzt, bevor es pustet. Komm. Go, go. Ja, okay, sehr gut. Kommen wir da gleich schon auf? Nee, ich glaube, wir können nur runter. Was tut man zum Fahren da so? Okay, sehr gut. Und hopp. Ja, das hat ja auf jeden Fall Spaß gemacht, hier abzuhängen. Wertvoll, heilig, das ist. Und den Baumelbezirk haben wir jetzt auch geschafft. Dankeschön, wir sind schon bei 441. Ich bin mal gespannt, was wir mit den Kyberkristalle dann alles noch anstellen können. So, das ist aber nur eine Info, oder? Am Jedi-Tempel war vorhin. Okay. Das sind noch so kleine Infos, die wir durch die Leute hier sammeln können. Hier haben wir noch einen Infostand. Probieren wir gleich mal euch hier aus. Ihr seid ja populär. Schön willkommen beim Senatsbezirk. Okay. Die Mission wäre jetzt geschafft, aus dem Weg. Okay, aber ich will jetzt. Ne, das ist unser Fragezeichen Roboter Heinz. Da ist das Level wahrscheinlich zur Episode 1. Dann, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch so eine Info. Ich war noch nie tiefer als im Bezug. Ja, wenn ihr es gern lesen möchtet, macht gerne bitte Pause, weil das nimmt jede Menge an Zeit vorbei, raus von meiner Folge und es muss mit Sinn. So. Was das mit zerstören müsste, dich vielleicht. Tschüss. Dann probieren wir mal, ob wir da hochkommen, Yoda. Hopp, 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 hopp. Vielleicht sammeln wir ja heute mehr Kyberkristalle wie in der letzten Folge. Gerne Like und ein Abo da. Großer Fels, kleiner Fels. Ich es werde. Okay, eine der Aufgaben wird jetzt wahrscheinlich sein, dafür zu sorgen, dass ich hier Strom habe. Aus dem Weg! Machen, dass ich will! Okay, das heißt, wir müssen jetzt hier. Das hier mit dem zerstören. Lernen, etwas kannst du er ist schon hier. Helfen ich dir nicht mehr. Genau, lern dir durch was. Aua, das sollte er schon machen. Okay. Können wir einfach mit Hilfe der Macht heranziehen? Können wir einfach jetzt mal raus? Und so, jetzt geht's hier auf.
Sehr gut. Haben wir hier unten noch irgendwas? Weil ich habe gerade eben noch gesehen, dass hier irgendwo noch ein Stern liegt. Ich glaube, hier unten waren wir auch schon mal mit dem Hunter und so. Also Star Wars, die Bad Batch läuft auch gerade übrigens im Moment als Star Wars Serie. Als kleine Erinnerung für manche Leute hier, die ein Abo bei dem bekannten Anbieter hat. Also, so. Nein, das war schlecht. Jetzt. Geh du einmal weg. Aber eigentlich können wir auch zu zweit draufstehen. So, dann einmal hier rein. Ach cool, sogar eine Datadisk. So, und hier ist auf jeden Fall die Datadisk. Das können wir jetzt als Thumbnail für diese Folge benutzen. Hey, was habe ich denn jetzt gemacht? Ah, jetzt. Okay, Thumbnail habe ich. Speichern wir mal ganz kurz. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt. Und wir haben dann die Folge 30. Für die letzte Folge muss ich mir halt noch eine Thumbnail raussuchen. Okay, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Wir wollen natürlich diese Datadisk jetzt auch einsammeln. 3 von 19 und jetzt haben wir 4 von 19. Herzlichen Glückwunsch, Leute. So, dann wollen wir uns doch mal gleich sofort ansehen, was wir mit dieser schönen Datadisk machen können, sobald mir hier noch ein paar Kübergestalle ausgebe. Dazu geben wir allgemein jetzt mal hier noch ein paar aus. Batz. Zack. Das hier will ich auch noch maximal. Haben wir alles? Sehr gut. Am liebsten spiele ich mit Helde oder Schurke. Das heißt, wir gehen jetzt hier noch ein bisschen auf Kopfgeldjäger. Batz. Zack. Sehr gut. Ah, das gibt 3 Level, also wenn wir machen können. Gehen wir hier noch ein bisschen auf Schurke. Und her damit. So, jetzt haben wir schon mal 3,30. Ihr kriegt auch noch ein bisschen was. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, das dann später noch zu machen für diese komischen Flugdinger hier, wo man dann so bescheuert rumkleiden muss. Das hasse ich sowieso schon wie die Pest. Deswegen es ist auf jeden Fall sinnvoll. So. Machen wir hier auch noch ein bisschen mehr. Und noch die letzte 8 hier drauf. Okay, wo ist unsere Datadisk? Ah, hier ist unsere Datadisk. Und einmal Steinchen mal 8. Ja, damit. 48 Millionen haben wir dafür jetzt bezahlt. Aber jetzt haben wir einen Multiplikator von... Moment, wir sehen es gleich. Von 338. Das ist der Hammer. Wenn wir dann noch mal 10 haben, dann eskaliert es richtig, meine Leute. So. Dann sind wir auf jeden Fall verdammt nochmal rich. So. Weil die Multiplikatoren multiplizieren sich ja ineinander selber nochmal. Und es ist schön. So. Flammedruppler, was auch immer, Druppler, komm bitte mit. So. Dann holen wir uns auf jeden Fall jetzt noch den Stein, der hier drin ist. Für das haben wir ja auch hier den Ort hier geöffnet. Einmal öffnen und einholen. Dann wir hier kurz auf. Einmal. So, ich will ja auch sehen, was ich hier kaputt mache. Nee, was ich hier befreie.
will ich gar nicht kaputt gehen, oder was? So, jetzt komm her, wir machen uns einmal hier den Kübergeschrei frei. Selbstbedienung, dankeschön. Okay, dann haben wir auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen was an Zeit. Also ein bisschen was ist gut. Mal hier hinten vielleicht noch einer. Mir wäre es sehen. Aber jetzt nicht. Okay, haben wir hier noch irgendwas? Okay, ja, ich überlege mir das noch, wie wir das dann am besten mache. Weil, wenn ich jetzt hier irgendeinen noch finde, dann ist es ja eigentlich blöd einzubringen. Halt aber so sehe ich nicht, ob ich hier irgendwelche Informanten in der Nähe habe. Zum Beispiel dich habe ich so jetzt nicht gesehen. Es ist immer etwas. Okay. Okay, hier haben wir irgendwas. Das heißt, hier in der Nähe ist auf jeden Fall ein Minikit. Man bleibt doch darauf liegen und hört auf, mich anzugreifen, ihr Heinis. Ja, Heinis. Ja, jetzt hat's geklappt. Ja, ich brauche irgendwas, was steht. Und zwar richtig. Wieso müsste jetzt die Order 66 ausführen? Ey, das war extra so. Ihr Penner. Jawohl. Okay. Jetzt noch ich. Ja, ne. Ich hab mir das Ding hier runtergeschossen. Jetzt reicht's mir. Dafür stirbt er jetzt. Ganz schön frech du bist. Dankeschön. Sehr gut, Philipp. Sehr gut, lieber Zuschauer, fürs Nachmachen, wenn du es nachmachst. Und herrlich. Pitsche, Patsche, nass. Fehlt da jetzt eigentlich noch. So. Ja. Der Umkreis ist gesichert. Vielleicht würde einer. Okay, du wolltest nur mit uns so sprechen. Okay, dazu brauchen wir dich. Nochmal. Zack, zack, zack. Links, rechts, rechts, links. Und zack. Was kommt da raus? Ah, wir können jetzt da rein, oder wie? Okay, Moment, ich weiß sogar schon wie. Da ist er doch. Oh, hallo. Ich bin C3PO. Wie kann ich behilflich sein? Tut mir leid, dass ich dich in zwei Hälften teilen muss, aber... Hast du meinen Schraubenschlüssel gesehen, 9PO? Warum ignorierst du mich immer? Okay, jetzt können wir hier rein. Sieh nur, ein neuer Kunde. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Ja, wie ja. Kann ich behilflich sein? Kann ich behilflich sein, indem du mich mit meinem Was Recht... Was sagt 9PO? Du stehst da genau vor dem Sicherheitsgeberschalter. Dass er mich so ignoriert, tritt nicht wirklich tief. Hä, wie kommen wir da am besten rein? Moment, vielleicht kommen wir ja als mit dem Rest von uns noch rein. Moment. Wo ist der Rest von uns? Das war äußerst unangenehm.
Gestalt, aber ich will lieber den Körper. So, jetzt. Ah, so kommen wir rein. Wir müssen uns komplett in zwei Hälfte teilen. Und zwar mit uns zusammen. So, wo sind jetzt meine Beine? So, jetzt können wir wieder zusammen. Zack. Dann können wir jetzt auch eigentlich wieder wechseln. Komm her. Und wir öffnen uns mal die Tür. Dann wechseln wir wieder zurück, weil ich auch hier das Passwort habe. Ich kann hier sicherlich behilflich sein. Sehr gut, wenn du das meinst. Und her damit. Unterkunft in Tabtualu. Oder wie auch immer man das ausspricht. So. Okay, hier unterbricht er uns mal der Laser. Nicht werde. Okay, warte mal kurz. Jetzt können wir es öffnen wahrscheinlich. Und zack. Okay, ja, jetzt brauchen wir noch ein bisschen C3PO. Okay. Oh nein! Was habe ich getan? Verflucht sollen diese Metallinstrumente des Unheils. Ein Kunde, seid gegrüßt. Wie kann ich euch an diesem schönen Tag behilflich sein? Indem du uns zeigst, wie mir den Weg öffne. Aber ich finde es selber raus. Dankeschön trotzdem. Zack und öffnen. Da ist er auch schon. Der liebe Schlüsseli. Oder uns den jetzt. Wertvoll, heilig, das echt. Protokollprobleme haben wir jetzt auch geschafft. So. Gut. Wie sieht's denn jetzt hier sonst noch aus? Wie können wir nach oben? Okay. Vielleicht finden wir da auch irgendwas Cooles. So wie es aussieht, können wir da oben Kipperkristall bekommen. Aber auch nur, wenn wir hier entlang laufen. Das hat mir auch ein Ding sehr gut gefallen in den Marvel-Lego-Spiele. Dass man da sehr gut in der Stadt rumturnen kommt. Und sehr gut. Die Eckmarkise haben wir jetzt auch geschafft. Okay, aber in die Richtung hier haben wir auf jeden Fall jetzt nur noch das eine hier versteckt. Das wäre mir uns jetzt noch probiere zu holen. Und zwar versteckt ist das da oben. Ich denke mal, wir werden uns jetzt wieder der Yoda holen. Nicht nach meiner Größe beurteilen du mich sollst. So eine Frechheit. Im Laufe der Zeit viele von denen benutzt ich habe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe dich ja auch überhaupt nicht beurteilt. So, sehr gut. Jetzt schieben wir dich noch drauf. Nein, wir sollen den so nicht angreifen. Steckt der Nichtschwert weg. Das brauchst du jetzt nicht. So, also wir probieren das mal. Viele von denen gesammelt ich habe. Okay, aber in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall wieder anderer Charakter benutzen. Weil deine Sprüche, Yoda, haben wir jetzt 100-mal gehört. So, hier hinten waren wir ja in der letzten Folge. Okay, haben wir jetzt noch irgendwas? Hier waren wir drin mit dem Schlüssel. Hier ist noch eine Info. Das bist aber nicht du. Wer ist hier die Info? Hier drin soll hier noch eine Info sein. Wo ist denn die Info hier? Irgendwas sagt mir, dass hier eine Info ist. Ja, das bist ja nur du, dich haben wir ja schon das. Hier ist doch nichts. Achso, er meint er. Es ist so schön. Okay, hat es uns jetzt irgendwas gebracht? Nee, okay.
Ja, dann würde ich sagen, im Lauf der nächsten Folge geht es natürlich weiter hier. Ja. Unser nächstes Ziel ist der Kyberkristall hier unter uns. Mal schauen, wie man da hinkommt. Halt, so aber nicht. So aber nicht. Konzentriert sein, ich muss. So, jetzt. Ah, da ist die Trüppe unten drin. Dann dackeln wir einmal rüber. Aber das ist das falsche Theme. Dum, 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 bim, 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 bim. Und sind wir jetzt nur in der Hopse? Genau. Nein, noch nicht. Ah, genau hier müssen wir runter. Halt! Okay. Jawohl, der Stein, der unter der Treppe wohnt. Wie der Junge, der überlebte. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wo es dann weitergeht mit unserer geheime Mission, weitere Kyberkristalle und Geheimnisse zu finden. Judas sagt Tschüss, ich sag Tschüss, lasst ein Like und ein Abo da, mögt die Macht mit euch sein und ciao.